Hallo meine Lieben, guten Morgen. Danke für Einschalten. Heute geht es wieder los. Wir gehen wieder hoch. Jetzt sieht man noch nicht, aber später zeige ich euch. Wir gehen auf über 2000 Meter hoch. Wir sind heute Melsefurt. Hier war ich schon ziemlich lange nicht mehr da. Letztes Jahr war ich hier. Und da bin ich wirklich gespannt, was geht. Heute ist aber ein besonderer Tag. Ich wurde heute eingeladen von Melsefurt Fischerverein und zum Schluss werde ich einen kleinen Vortrag halten über Spoonfischen. Alles, was mit Spoonfischen zu tun ist und. Heute ist Silvan dabei, der kommt jetzt jede Zeit. Wir packen seine Sachen um und fahren mit einem Auto die letzten 10 Kilometer hoch. Ich habe sogar kleine Nickelchen gemacht. Gleich packen wir Sachen um, dann geht's los. Hallo Bandit. Bandit. Grüezi. Alles klar. Da ist Brüdi. Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir fischen. Nein, erst einmal einpacken natürlich. Nein, Kollege. Umpacken und dann fischen, ne? Oh. Hast du einen Schuh heute dabei? Wo ist die zweite? Irgendwo da. Zweite hast du vergessen, Kollege. Du hast nur einen Schuh. Nein. Perfekt. Passt. Also wir sind gerettet. Also Silvan hat heute zwei Schuhe. Also, einpacken. So, bei mir sieht nicht besser aus. Super Schuhe. Hey, ich schwör's dir, ich hab schlecht geschlafen. Ich auch, Kollege. So, da sind wir ja. Wird langsam hell. Wir sind angekommen. Haben wir Patent geholt. Jetzt machen wir ersten Wurf. Ja, Silvan? Jawohl. Bist du gespannt, oder? Ich bin gespannt, ja. Wir sind beide gespannt, was hier geht. Ich werde immer wieder Kamera einschalten. Ich werde sie wahrscheinlich heute eher filmen als fischen. Mein Junior ist heute auch dabei. Der soll auch ein bisschen fischen. Und wir schauen mal, was der Onkel Silvan macht heute. Äh? Jawohl. Ja, also, erzähl mal ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen, was du da machst. Ich probiere heute ein bisschen mit größeren Spoons. Mal schauen, ob Fische kommen. Es sollten auch Bachforellen drin sein. Namekösch, gell? Namekösch. Also dann probiere ich sicher mit Weiß oder mit so helle Farben, gell? Helle, ja. Bachforellen stehen auf diese Spons. Also. Und dein Bauchgefühl, was sagt er? Ja. Wird was gehen bestimmt, gell? Weiß nicht, ob was Großes kommt. Mal schauen. Da sind noch andere Angler. Einer ist am Drillen. Ich weiß nicht, sieht man oder nicht, aber Fische sind auf jeden Fall aktiv. Also morgens ist es auf jeden Fall gut. Mal schauen, ne? Erster Wurf für Silvan. So, ich mache natürlich auch ein, zwei Würfe heute sicher. Wahrscheinlich mache ich das mal mit Gummis. Was Größeres, sowas oder sowas. Sowas oder so, das sind Golia, das sind unsere größten Larven und eigentlich sehr gut für große Fische. Theoretisch, praktisch werden wir gleich schauen. So, diese Larve, jede wird so anködern, Ich ködere die aber von anderer Seite. Aus ganz einfachem Grund, denn das dann praktisch so aussieht. Weil wenn Fische dann zubeißen, dann bleiben die besser hängen. Wenn man die so ködert,
dann beißen die hier in Dicke und dann bleiben die nicht hängen. Und ich habe meine beste Erfahrungen gemacht, als ich diese Köder nur so angeködert habe. Wirklich so. Und das funktioniert eigentlich wunderbar. Leute, was für eine Aussicht, oder? Wir haben jetzt komplett Seite gewechselt. Gehen wir weiter nach vorne fischen. Also da, wo dieses Busch steht, Gebüsch. Und dort probieren wir mal. Aber da muss man erst mal runterkommen. Und das ist halt beim Bergsee. Muss man aufpassen, schauen, wie man runterkommt, um gute Fische zu fangen. Aber meistens lohnt es sich. Aber meistens tut sich das immer lohnen. Dieses Aufwand aufzunehmen, große Runde machen, das ist geil. Mit ganzem Ausrüstung hier. Ja, geil. Der Silvan und mein Junior sind schon vorne. Und Silvan hält Ausschau. So. Füße sind nass, gehört dazu. Und müssen erstmal langsam runtergehen. Und weiter runter. Hier kann man in die Masse runtergehen. So, gleich sind wir unten. Puh, ist das geil. Frische Luft, dünne Luft, schlägt auf Lungen, wenn man nicht dran gewöhnt ist. Jawohl. Ein kleines Abenteuer, der ist fast immer dabei. Verzichtet auf Schlaf. Hauptsache, dass er fischen kann. Wie Papa, hä? So, gleich sind wir da. So, nach dem ersten Wurf oder beziehungsweise nach dem ersten Fisch, sobald wir Fische dran haben, werde ich die Kamera wieder einschalten. Wo? Wo? Oh, Silvan, hier vorne ist ein guter Platz. So, wir sind da. Silvan hat gesagt, guter Platz. So, und jetzt haben wir erste Bachforelle. Bachforelle. Ab, die ist ab, die ist ab. Ruhig. So, direkt vorne genommen. Auf Spoon Metal Twitch. Oh, die sind zwei Stück noch Nachfolger, hinterher geschwommen. Oh, die sind schon stark. Ah, die ist ab. So, und der Biss. Ja, ganz schwach genommen, sehr schwach, aber vom Weiten und ziemlich flach. Ja, fühlt sich gut an. Oh, da schwimmen zwei nochmal, guck mal, zwei Stück sind hinterher geschwommen. Oh. Stark sind die, auf jeden Fall. Mega. Das sind Bergfische. Sehr, sehr schön. Oh yes. Perfekt. Perfekt. So, Bügel aufmachen. Wunderschön. Wunderschön Bergforelle. Mega. Ich freue mich. Geil.
oder mehrere Bisse gehabt habe, das ist ziemlich flacher Bereich. Und da werde ich jetzt auch flach fischen. Also ich werde jetzt irgendein Langsamläufer nehmen oder einfach leichtes Boot. Dann kann man einfach effizienter präsentieren. Zum Beispiel Iris 2,5 Gramm. Probieren wir den aus. So, und richtig geile Biss. Wow. Richtig geile Biss. Starke Biss. Wow, was für eine dunkle Forelle. Mega. Das ist eine richtig, richtig geile Bachforelle. Richtig schöner Fisch. Bachforelle, Kollege. Jawohl. Da haben wir eine Bachforelle. Ein wirklich sehr schöner Fisch. Gefangen mit Iris. 2,5 Gramm. Gleich zeige ich dir euch. Nächste. Richtig geiler Fisch, kleine Bachforelle, aber mit sehr, sehr schöner Farbe. Toll, richtig geil. Spoon Iris, top, geil. So, Spoon Panik. Ihr habt langsam angeholt. Und von oben genommen, die ist zwar nicht so groß, aber wirklich sehr schöne, sehr starke Fisch. So, ich hole ihn wieder raus und dann zeige ich dir was. Jawohl, hoch. Super. Tolle Fische, eh? Ja. Jetzt bin ich Panik gefangen. Top. Auf jeden Fall richtig geiler Fisch. Schöne Bergforelle. Top. Gefangen mit Spoon Panik. Top, super. So. Und der nächste Fisch. Hochgesprungen. Ja, kann passieren. Die war nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht. So, endlich mal. Nächster Fisch. Regenbogenforelle. Wir fangen auf Metal Beach. So, wir haben die. Perfekt. So. Kleine Regenbogenforelle. Bergforelle. Sehr schön. Tetri Marcel. Super. So, und ich habe auch endlich meinen Biss. Oh, Mittagzeit sind die sehr, sehr passiv geworden. Aber mit Iris funktioniert. Haben wir noch am Mittag ein paar Bisse bekommen. Weil es Iris wirklich Spoon für passive Fische. Die sind gekommen, sehr langsam nachgeschwommen und dann immer umgedreht, nur kurz angebissen vielleicht. Und jetzt
Iris endlich mal Fisch gebracht. Jawohl, sehr gut. Perfekt. Puh, danke. Dankeschön. Kleine Bergforellen mit Spun. Kleine. Beide mit gleicher Farbe. Ich habe mit Iris geangelt und Silvan mit Kaketka. Aber gleiche Farbe. Und das hat wirklich jetzt uns Fisch gebracht. Mega. Hammergeil. So. So, jetzt beginnt der zweite Teil vom Tag, oder? Jawohl. Eine kleine Präsentation haben wir vorbereitet. Wir essen ein bisschen was. Dann gehen wir da auf andere Seite. Jawohl, machen wir so. Fisch haben wir gefangen. Und Silvan wird mich unterstützen gleich. Jawohl. Rechtzeitig fertig geworden mit Fischen. Dann noch einen kleinen Snack. Und dann geht's weiter. Nächste Jawohl. Station. Jawohl. Auf jeden Fall cool gewesen. Jawohl. Nicht so große Fische, aber voll Power. Voll Power, viele verloren. Ohne Widerhaken. Köder gewesen. Auch Angler, oder? Ja. Aber dann zum Schluss hat Silvan richtige Farbe gefunden. Gell? Und dann haben wir normal. Gefangen. Der ist Bergjunge, der kennt sich aus mit Spuns, mit Farben, was hier läuft. Jawohl. Auf jeden Fall. Da kommen Wolken. Ich hoffe, es regnet nicht. Nein, nein. Sollte stabil sein. Weil wir sind auf über 2000 Meter. Es kann auch sein, dass wir jetzt baden und dann Nachmittag schneit es hier. Kann alles kann, sein. Kann auch kann sein, alles ja. sein. Aber wir beeilen uns. Puh, anstrengend, mit dem vollen Gepäck hochzukommen. Oh, haben wir geschafft. Weiter geht's. So, weiter geht's. Sachen habe ich jetzt eingepackt. Fisch haben wir versorgt. In die Kühlbox. So, gleich trinken wir was, essen wir was. Und dann ein paar schöne Gespräche führen mit Jungs. Und da freue ich mich am meisten. Neue Leute kennenlernen. Erfahrung austauschen. Hat den Mangel. Besser geht nicht. Bis gleich. Dass ich wirklich, dass wir heute mit euch fischen dürfen. Und ich hoffe, dass wir bis nächstes Jahr auch dabei sind. Ja, also. War mega, hat Spaß gemacht, den Silvan bestimmt auch. Normal schon, ja. Also, wenn es Fischen geht, dann ist es immer geil, oder? Genau, Fisch haben gebissen, Leute haben gute Laune gehabt und das war ein richtig, richtig cooler Tag. An dieser Stelle sagen wir Tschüss, wir sehen uns im nächsten Video, aber schaltet noch nicht ab, wir fahren jetzt ins Tal runter und wir zeigen euch noch wunderschöne Schweizer Natur. Ich fahre, jawohl. Silvan tut aufnehmen. Jawohl, sicher. Also bleibt noch dran. Okay. Bitzeli? Soll ich reden? Keine Ahnung, erzähl ein Witz. Der war lustig, ja? Der war gut, ey. Der war super. Der war richtig gut. So. Jetzt machen wir wirklich Feierabend.